Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Metroid Prime mit mir, dem Terminus. Wache? Nein? Cool. In der letzten Folge haben wir einen Boss gemacht. Relativ überraschend. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass der so schnell nach der Piratenbasis kommt, ehrlich gesagt. Aber hey. Haben wir gemacht. War ganz cool. Haben jetzt den Spider-Ball. Oh, und können hier in den Höhlen von Magma. Stimmt, hier gibt es schon Stellen, wo wir den gut verwenden können. Mein Missile-Vorrat ist nach dem Bosskampf ein bisschen... Hey Freunde, erschöpft gewesen, aber wenn meine guten Freunde hier mir alle Missiles schenken, dann sollte das Problem nicht lange bestehen. Ja, anvisieren ist auch kein Fehler, Samus. Ja, das Geräusch ist schon ganz angenehm. Er ist so ein bisschen ähnlich wie bei Zelda. Fühlt man sich gut bei. Oh nein! Was tun? Oh! Drache? Ja, wusste ich doch. Hier, bam. Einen aufgeladenen Beam in die Fresse. Dann flincht er kurz. Wissen wir ja schon. Kann nicht viel auf jeden Fall, dieser Drache. Kann nicht. Bitte durch. Danke. Ach ja, zwischen den Folgen. Ich habe euch heute schon die zwei Super Mario 64 Folgen für die Woche aufgenommen. Und Outer City ist gerade, was ein Arschloch. Schmiert gerade dauernd ab, wenn ich den Ton exportieren will am Ende. Also wenn ich aufgenommen habe, ich nehme das ganze Bild über Game Capture HD, über die Software auf von der Capture Card, aber meinen Ton an sich über Audacity, um eben eine extra Tonspur zu haben, die ich bearbeiten kann, falls ich zu laut bin, falls ich zu leise bin, falls das Spiel zu laut ist. Dass ihr halt nicht auf irgendeinen Ton verzichten müsst, sozusagen. Wenn ich zum Beispiel zu leise bin, hört ihr nur diese supergeile Musik und mich irgendwie im Hintergrund flüstern. Und das ist auch scheiße. War das hier mit dem Spider-Ball zu erreichen? Nein, da habe ich wieder was anderes gebraucht. War hier irgendwas mit dem Spider-Ball? Nicht so unbedingt. Muss ich jetzt hier... Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss übrigens. Ich habe jetzt den Spider-Ball. Mit dem kann ich relativ viel... Ich glaube, ich muss... Wir sehen dann auf jeden Fall Outer City, Arschloch. Richtig krass. Ich konnte zwar Outer City über den Taskmanager beenden, also es hat sich komplett aufgehangen. Und dann neu starten und die Datei wieder herstellen. Für beide Mario-Folgen und die letzte Metroid-Folge. Aber trotzdem ist das gar nicht mal so cool, wenn es dir sagt, nee, ich höre auf. Jetzt habe ich zwei ganz kurze Testaufnahmen gemacht, wo halt nur ein Wort gesagt wurde, eine kleine Aufnahme halt. Und das ging jetzt soweit. Allerdings muss das ja überhaupt nichts heißen. Und das ist doof. Mit den Super Missiles kann ich mir jetzt mehr Missiles holen, merke ich gerade. Und ich habe ja gesagt, ich brauche die. Ich hoffe jetzt einfach, dass es bei der Folge anders ist. Dass ich halt die Folge beende und den Ton exportieren kann und alles ist geil. Weil... Obwohl es jetzt halt im Endeffekt immer geklappt hat, ist das doch echt nervig. Hier war die Blume, ja, ja. Nein, bitte nicht kacken. Das würde mir sehr nicht gefallen. Okay, Pflanzen haben auf jeden Fall eine Elektroresistenz. Bis ich verarschen, jetzt reicht's mir. Hier, friss Missiles. Das stirbt nicht! Alter, was hat das gerade alles gefressen? Das war bisher neben den zwei Bossen der stärkste Gegner. Auf jeden Fall. Spider-Ball bringt mir hier Bullshit. Bringt mir hier Bullshit. Das heißt, ich jetzt... Wahrscheinlich muss ich direkt wieder zur Eiswüste von Pendrana. Wobei ich dann sagen muss, das Spiel hat mich aber hierher gelotst. Dadurch, dass hinter dem Boss... Ich konnte ja nicht zurück, merke ich gerade. Ich musste... Wegen dem Boss hierhin zurück. Aber ich glaube, in dem Spider-Ball kann ich jetzt in den Chozo-Ruin ein Etwas holen. Ein Etwas. Und vielleicht noch mehr. Großartig, ich weiß. Da gebe ich wieder sehr spezifische und genaue Informationen raus. Aber hey, wir sammeln langsam unsere Upgrades zusammen, dass wir wieder richtig cool sind. Hallo. Ja, wer bist du denn?
Ja, wer bist du denn? Ihr seid Tote, das ist komisch. Wo war jetzt noch? Oh ja. Pow. Alter, der Wavebeam ist so cool. Was war das eigentlich? Das war nur eine Tür. Oh nein! Ich habe den Baum wieder gefunden. Pass mal auf, ich zeig dir was Tolles. Mein kleiner hässlicher Freund. One Shot. Da ist eine Missile drin. Missile Container. Absolut korrekt. Zack, dich kaputt machen. Dich kaputt machen. Und einen Doppeljump hier rein? Nein, ich muss von oben rein. Naja, das habe ich ja im Endeffekt auch schon gewusst. So, hüpf, hüpf, hurra. Mal kurz den wieder aussuchen, falls noch eine Wespe geflüchtet ist. Da oben ist auch ein Missile Container. Hallo? Bin ich vorbeigetanzt. Zweimal. Großartig. Ja, ja. Wie komme ich dahin? Grapple Beam. Oder Doppeljump? Nein. Gut, dann komme ich hier zurück mit dem Grapple Beam. Das ist hier dieser ganze blaue Raum hier. Hier brauche ich ein Grapple Beam, um durchzukommen. Dann ist hier ein Energy Tank. Können wir den sehen kurz? Kommt man denn da raus? Ne, wo ist denn das? Das müsste hier hinten sein. Komisch, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass man einen Energy Tank bekommt. Naja. Wir wollen weiter, aber ich muss mal ganz kurz gucken, in welche Richtung. Ist grundsätzlich egal. Wir wollen hier in diesen Turm der Sonne. Gehen wir rechts rum, ist schneller, habe ich so das Gefühl. Wobei ich da nicht hochkomme. Gehen wir links rum. Ist schneller. Gut. Den ganzen Weg kennen wir schon. Auch wenn wir da noch nicht so krass drauf waren. Oh ne, da habe ich keinen Bock drauf. Ihr nervt so doll. Eigentlich kann ich ja durch, weil scheiß auf den Schaden. Ich habe so viele Energy Tanks. Oh nein, Gegner. Das habe ich schon alles holen können, oder? Ja. Hier könnte ich speichern, aber was soll's. Eigentlich wäre es eine sehr schlaue Idee, oder? Ja, ist die letzte Möglichkeit. Ich gehe da mal hin. Weil wir sind zwar jetzt für das Gebiet ziemlich krass, aber wenn ich zum Turm der Sonne komme, dann ist die Schwierigkeit wieder angepasst. Ich mach mal safe. Ich mach mal safe, bevor ich alles nochmal laufen muss, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass ich jetzt Game Over gehe. Absolut nicht. Aber safe ist safe. Hallo, meine Freunde. Nee, lass mal. So. Der Wavebeam ist auch gut für diese Käfer, weil er einfach drei Schüsse abgibt. Hallo. Wie geht's? Gut, schön. Auf bitte, danke. Ey, kann ich Shockwave abgeben? Finde ich uncool. Geh mal, geht einfach runter. Samus, nicht an der Wand feststecken. Das passt nicht zu dir. Weil du bist nicht behindert. Im Kopf. Jetzt sind wir wieder hier. Irgendwie. Hilfe. Meine Steuerung. Jetzt sind wir wieder hier. Hier haben wir unsere ersten Missiles bekommen. Mittlerweile haben wir ein paar mehr. Sind hier zufällig? Nehme ich sehr gerne mit. Bisschen Boost-Geballe. Ich leuchte, ich bin eine Glühbirne. Oh, das wollte ich auf jeden Fall. So. Ne, durch dich will ich nicht. Ich will den Turm. Wobei ich mich jetzt erst um euch kümmere. Fuck. Go. Go! Oh shit. Da waren mehr. Da waren mehr. Da sind mehr.
Mehr? Nein? Was das? Sehr gut. Aber da. Was hier? Oh, ich kann ihn nicht töten, oder? Es sieht stark danach aus. Bla bla bla, kann ich mich mit Supermissus töten nochmal? Nein, fällt die meisten Räuber von ihm ab. Undurchdringlich, also auch kein Supermissus. Dann verschwende ich mal keine dafür. Beziehungsweise, warte, war Cordit Missus oder Supermissus? Es war Supermissus. Pow. Natürlich war das Supermissus. So, was sagst du mir Schönes? Die Todesschreie. Ach, ja, ja. Tut mir ja leid, dass ich da so drauf reagiere. Das ist mir echt krass egal. Ich brauche noch zwei so Zeichen. Richtig, hi. Und du dürftest hier sein? Nein? Hier? Ja? Hallo. Scan. So, das ist auf. Au, ich muss mal ganz kurz anders hinhocken. Also ich hab Aua. Was heißt, wir haben hier jetzt so ein kleines lustiges Hochkletterchen. What? Ach ja, stimmt, das gab's ja auch. Hier muss ich springen. Was der größte Bullshit ist. Ja, keine elektrischen Impulse. Ich bin keine Gefahr. Nein! Sehe ich recht, dass die Dinger jetzt kaputt sind? Hallo? Ne, die sind nachgewachsen. Gut, weil ich will nicht aus dem Raum rausgehen und die Westen sind wieder da oder so ein Bullshit. Nein, du! Bitch. Okay. Okay. Ein bisschen Geduld kann man mitbringen. Tue ich aber nicht. Fuck you. Ja, die Dinger gehen kaputt, aber wachsen nach. Das ist gute Chozo-Baukunst. Das kommt sofort wieder. Leck mich. Ich bin da. Läuft was. Okay. Ich habe nicht allzu viele Missiles. Das würde ich gerne beheben. Na, 40. Werde ich jetzt gleich irgendwie... Hallo? Das ist doch... Sekunde. So ja nicht hier. So ja nicht hier. Was hier unten? Oh, nur ein bisschen Wasser? Okay. Okay. Wieso dampft denn das? Okay, deswegen. Ja, ich wusste, dass sie hier sind, aber ich wusste nicht, dass mir da schon einer im vorherigen Raum entgegenkommt. Muss ich mal ganz kurz scannen. Neuer Eintrag wohl. Anomalie Chozo-Geist. Spektrale Erscheinung, unempfindlich gegenüber natürlichen Energien, wie zum Beispiel Elektrizität. Wavebeam hilft nicht. Da diese Wesen fortwährend ihre Präsenz verändern, lassen sie sich nur mit Hilfe des X-Ray-Visors präzise erfassen. Hab ich nicht. Dieser Wandel macht sie unempfindlich gegenüber Waffentechnik, die auf natürlichen Phänomenen wie Feuer, Eis oder Elektrizität basiert. Was doch ein kleiner Spoiler ist. Ich meine, ein Eisbeam, ja, kann man sich denken. Feuer? Was? Ihr wechselhaftes Verhalten ist vermutlich auf die schadhaften Einflüsse des Phasons aus der Umgebung zurückzuführen. Es ist auffallend, dass sie sich zu religiösen Städten der Chozo hingezogen fühlen. Dort stürzen sie sich gewaltsam auf alles, was in ihren Bereich eindringt. Das ist schlecht, weil die Dinger sind gar nicht mal so schwach. Das heißt, ich kann euch nur mit Powerbeams und Missiles verprügeln und meine Steuerung. Und die stören meinen Visor. Sehr cool. Und ich treffe nicht. Sehr cool. Und sie weichen aus. Sehr cool. Leck mich! Okay. Wo seid ihr? Nein. Das ist nicht wahr. Meine guten Missiles. Hallo, mein Freund. Aber ganz sicher nicht.
Den habe ich erwischt, glaube ich. Oh, hallo. Was machst du so? Eingehende Scan-Daten. Örtliche Temperaturanalyse. Ja, aber ich habe gerade wenig Zeit für meinen Freund. Ja, da kann ich... Guck dir mal die Tür an, die ist weiß. Da kann ich nicht hin, Freundchen. Wisst ihr was? Leg mir am Arsch. Ich mache hier mal ganz kurz. Mit dem Powerbeam kann ich die auf jeden Fall davon abhalten, ihren aufgeladenen Shit zu machen. Ich würde den gerne in Missiles reinjagen. Da bin ich ganz hart für. Aber ist gar nicht so einfach. Den habe ich. Dich habe ich. Du Stinker. Du warst zu langsam. Du warst zu langsam. Ich muss den nur früh genug erwischen, dann können die nicht mehr flüchten. Du lebst? Du bist tot. Und wir haben ein Artefakt bekommen. Großartig. Die Dinger sind hart nervig, weil mit dem Powerbeam alleine ist halt schwer zu treffen, wenn du dich jetzt an Wavebeam und so gewöhnt hast, an Dinge, die verfolgen. Automatische Zielfindung und so, bis mich verarschen, komm gleich hoch. Komm ich über den Fußball raus? Ja, gut. Kann ich auf das Blatt? Okay, gut. Alles klar. Nervige Dinger. Nervige, nervige Dinger. Choose Artefakt erhalten, Mama. Dies ist ein Artefakt, das geil ist. Cool. Und wir haben Scan-Daten bekommen, die uns sagen, geh da hinten hin, du Trottel. Aber dafür brauche ich so einen weißen Beam. Ich gehe jetzt einfach mal zu der Safe-Station hier. Und hoffe darauf, dass ich den Beam dafür bekomme. Sagen wir mal, Spoiler, das ist der Ice-Beam. Wer hätte es gedacht? Klar, theoretisch sagt die Farbe nichts aus. Praktisch sind wir aber alle nicht behindert im Kopf. Ihr könnt mich am Arsch legen. Hallo, jetzt ist aber ganz ehrlich. Ihr seht doch auch hier, meine Steuerung setzt manchmal aus, meine Zielfindung. Ich bin ein bisschen dumm im Kopf. Manchmal weiß ich nicht, wo... Hallo. Manchmal weiß ich nicht, wohin. Wir sind beim Baumi. Wieder unten ist eine Missiltür. Ich wollte gerade sagen, die muss aber offen sein. Ich komme ja nicht mal mit dem Double Jump hoch. Komme ich jetzt mit dem Double Jump rüber? Ja. Go, go. Du, 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 du. Bang. Und schon wieder habe ich kaum Missiles in mir. Ist ein bisschen doof, aber falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Termin das raus. Und tschüss. Ja, ja, speichern. Ja, ja, wirklich, ja. Ist okay. Cheers.